Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein in Riverport umdrehen. Hey Nick, das sieht aus wie dein Taxi. Kann nicht sein. Ich habe ganz weit hinten geparkt in... Heilige Scheiße, das ist mein verdammtes Nummernschild. Wie zum Teufel kommt das hierher? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass uns jemand zuvorgekommen ist. Da gibt es eine Verbindung. Irgendeine Nachricht. Denk nach, Nick. Denk nach. 01122. 01122. Nummern. Teleportierende Taxis. Mathematik. Was soll das? Wie geht's dir? Mir ging's schon besser. Aber wenigstens bekommt Monarch jetzt sein Fett weg. Ich hab mal im Internet geschaut. Überall in der Stadt gibt es Anti-Monarch-Proteste. Ich hab ein paar kranke Fotos gemacht, um das Ganze anzuheizen. Lass das erstmal mit dem Posten. Okay? Gut. Aber das macht mich nervös. Hast du einen besseren Vorschlag, als die Tür aufzuschließen? Tut mir leid, ist ein bisschen viel gerade. Ich habe eine Theorie, wie mein Taxi hier gelandet ist. Was ist mit deinem Taxi? Ich habe die Postleitzahl 01122 überprüft. Das entsprechende Gebiet befindet sich südlich von hier. Ich habe mein Auto an der Uni gelassen, aber jetzt ist es hier, weiter südlich. Du hast gesagt, dass die Zeit zerbrochen ist. Was, wenn der Raum auch zerbrochen ist und alles in das Gebiet dieser Postleitzahl gezogen wird? Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Langsam, bitte. Was ist... Verdammt. Diese Anomalien verschwinden nicht. Ich muss das googeln. Will hat in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Okay, 17. Mai 1998. Eine Rechnung über $12,000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Du besitzt diesen Ort seit 1999? Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Komm schon, Schrödinger. Komm zu Willi. Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Alles okay. Alles ist gut. Okay, los geht's. Wir schicken Schrödinger jetzt in die Maschine. Monarch-Akten auf. 2010 minus 2999 ergibt 11. Multipliziere 11 mit 2010 und drehe die Zahlen um. Und was kommt raus? Warum habe ich dich nochmal gerettet? Ach, egal. Ich habe die Theorie in einem Forum gepostet und schon 13 Likes dafür bekommen. Hey, mein Kumpel Matt hat mir gerade geschrieben. Kann ich ihm zurückschreiben? Nein. Nur um Hallo zu sagen. Nein. Okay, schauen wir uns um. Hier unten. Nein. Oh Mann, wurde auch Zeit. Diese Nachricht, sie ist für mich. 4. Juli 2010. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich solle der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme, einfach weg.
Was zum... Der Safe. Lea, ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft, unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. 2010. Verdammte Scheiße. Was war das? Er hat das 2010 für mich aufgenommen? Was zum Teufel? Und er hat gesagt, dass die Gegenmaßnahme weg ist? Nicht gut. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Suchen wir weiter. Hilf mir, das aus dem Weg zu räumen. Jack, dein Bruder hat das Video an mich gerichtet. Aber ich habe ihn noch nie im Leben getroffen. Nun, es klang so, als dachte er, du hättest seine Gegenmaßnahme. Wenn es doch so wäre. Aber er meinte, dass ihm die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 gestohlen wurde. Ich hoffe, wir finden hier heraus, wer es war. Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken. Ich glaub's nicht. Ist das? Ja, ich denk's schon. Eine zweite Zeitmaschine. Das ändert alles. Wenn wir dieses Ding zum Laufen bringen, brauchen wir keine Gegenmaßnahme. Wir können alles ändern. Was, wenn wir verhindern, dass der Riss überhaupt erst entsteht? Wir können in die Vergangenheit reisen und dort alles ändern, bevor es überhaupt passiert. Der Korridor, er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Da steht, dass der Kern zurückgesetzt werden muss. Toll. Und wie zum Henker sieht der aus? Ein rundes Teil in der Mitte, denke ich. Die Pläne für die Gegenmaßnahme gehen über 11 Jahre, von 1999 bis 2010. An sich nicht seltsam, aber der Typ hat eine funktionierende Zeitmaschine in nur 2 Jahren gebaut. Okay. Wir müssen herausfinden, womit wir anfangen. Wo ist die Kernsteuerung? Will hat 1997 ein riesiges Forschungsstipendium bekommen. Er hat 99 den Bau der Zeitmaschine erfolgreich abgeschlossen, aber es hat ihm Angst eingejagt. Er hat keiner Sterbenseele davon erzählt. Ich muss den Kern erst zurücksetzen. Erst muss der Kern zurückgesetzt werden. Hast du da hinten was gefunden? Nein, nichts Sinnvolles.
Sieht aus, als könnte ich den Kern von hier aus zurücksetzen. Weißt du wirklich, was du da drin tust? Keine Ahnung. Aber ich habe Paul geholfen, die Zeitmaschine in der Uni einzurichten. Die dann den Riss verursacht hat. Will wusste, dass die Berechnungen falsch waren. Ich hoffe, das bedeutet, dass er hier wusste, was er tat. Will wollte uns hierher bringen. Wir müssen sie ausprobieren. Zuerst müssen wir den Kern einrichten. Das könnte die Lösung sein, um die Gegenmaßnahme zu finden. Wir werden sehen. Reset läuft noch. Der Kern ist zurückgesetzt. Wir müssen ihn über den Kontrollraum aktivieren. Ich glaube, das Kontroll... Wird schon schief gehen. Was? Was war das? Alles okay. Alles okay. Ist okay. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Okay, als nächstes aktivieren wir den Korridor. Hey, yeah, schau dir dieses Teil an! Gott sei Dank. Wills Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel zu einer Maschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen? So kenne ich meinen. Ich kann das Datum noch nicht eingeben. Das hat sich nicht gut angehört. Fuck. Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Okay, als nächstes aktivieren wir den Korridor. Hey, yeah, schau dir dieses Teil an! Dort blinkt ein Lämpchen. Vielleicht ist es das, wonach du suchst. Gott sei Dank. Wow! Habt ihr das gesehen? Das war Wills Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel zu einer Zeitmaschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen. So kenne ich meinen Bruder. Das hat sich nicht gut angehört. Fuck. Ich kann das Datum hoffen wir, dass sie noch funktioniert.